werde ich gleich mal abfahren. Na los. So, den nächsten Baum. Ja, geht doch. So, dann nehme ich mir wieder zwei Eicheln. Einmal dahin, einmal dahin. Bisschen mehr Abstand. So, den Baum noch wegmachen. So, machen wir den noch. Und, bupp, fertig. So, eins, zwei. So, jetzt kann der NPC auch wieder reinkommen. Tja, hier haben wir noch einen Hausclip. Dann können wir den hier reinsetzen. Aber er benutzt ja das Haus schon mit. So, jetzt können wir unsere erste Kiste setzen. Die Water Chest. Wir können die anderen beiden Kisten noch, also die anderen vier Kisten sogar schon setzen. Aber wir lassen die noch. So, jetzt können wir natürlich, jetzt haben wir eine jede Menge Auswahl, die wir nutzen können. Und zwar, was haben wir neu? Wir können jetzt hier eine Kaktusrüstung machen. Wir haben 77 Kaktus. Wir brauchen dafür eigentlich nur sehr wenig. Wir können Sticky Glow Sticks machen. Die kleben dann immer. Schneebälle können wir machen. Wir können das da in eine Bottle machen. Aber was ich zuerst mache ist Mana-Kristalle. Damit können wir uns zwei machen. Eins und zwei. Eins und zwei. So, das war gerade ein bisschen laut. Und ja, 60%, also 60 haben wir jetzt von 20. So, also wie gesagt, jeder Mana-Kristall macht 20 Mana-Punkte mehr, die wir auch nutzen können. Ja, hier haben wir plus 20 Mana, wenn ich das jetzt ranpacke. Es geht immer nur ein verschiedenes Accessoire. Bupp, haben wir nochmal. Aber Mana brauchen wir ja momentan nicht, weil wir haben nichts mit Magie oder so. Tja, werde ich erstmal Iron Bars herstellen. So, ein bisschen schneller. So, 27 haben wir. Jetzt können wir uns einen Anvil noch machen, den wir uns auch brauchen. So, dann mache ich noch ein bisschen Copper. So, genau aufgegangen und wir haben 38 Copper. Sehr gut. So, den Anvil packe ich mal hier drüben hin, damit wir das ein bisschen auseinanderhalten können. Momentan sieht es ein bisschen voll zugestellt aus, aber ich mache mich gleich an den Hausbau ran, dass wir uns auch beschäftigen, unsere ersten NPCs zu holen. Und ja, wir können halt momentan noch nicht so viel machen. Aber wir werden das schon in den Griff kriegen. So. Da ist ein Schleimchen. So, was wollte ich machen? Genau. Jetzt können wir gucken. Jetzt können wir hier verschiedene Sachen wieder herstellen. Holz brauchen wir nicht. Eisen brauchen wir. Hier können wir einen Eisenhelm machen. Der würde uns 20 kosten. Machen wir erstmal nicht. Besseres Schwert machen wir uns auch nicht, aber wir werden uns einen Bogen machen. Einen Bogen. Gut. Unser Hase kann wieder mit herkommen. So. Und unser NPC wird gerade gehauen. Luke the Guide. So. Können wir eine Badewanne machen und eine Toilette als Deko-Artikel. Kessel können wir auch machen. Ich werde uns erstmal solche Chains machen. Die funktionieren genauso wie die Ropes. Sind halt bloß aus Ketten. Und ja, aus diesen Ketten kann man... Dazu muss ich wieder an die Crafting-Station. Machen wir es, ein Sägewerk herstellen. Das mache ich mal ganz kurz. Upp. So, das mache ich erstmal hier oben hin. So, jetzt haben wir ein Sägewerk. Und jetzt kann man natürlich aus dem Sägewerk nochmal verschiedene Dinge machen. So, und daraus mache ich jetzt erstmal den Loom. Warte mal, erstmal den hier. Den Quägeist. So, den Loom. Packen wir dahin. So, und aus dem Loom können wir Silk. Also Fetzen machen. Aus Spinnenweben. So, machen wir uns einfach mal. Drei, das wird nicht reichen. Wir können uns hier aus einem Silk, drei Silk können wir Banner machen. Diese Banner, ne, meine ich, bloß halt ein Monster. Dass die halt solche Monster abgebildet haben. So. Aber für ein Bett reicht das nicht, nicht? Nein. Dazu brauchen wir nochmal 2 Zig. Also 5 Zig brauchen wir, glaube ich, für einen kompletten. Ja. Schade. Na gut.
Dann werde ich mich mal daran setzen, unser Hausbau vorzutreiben. Eine Rüstung mache ich mir jetzt erstmal vorerst aus. Kann man vielleicht aus Copper machen? Kommt drauf an, wie viel die kostet. 15, 20, dann wäre es weg. So, da wir schon eine Platte haben, würde ich mal denken, wir machen uns mal eine. Machen wir uns erstmal Schuhe. Und einen Helm. Damit wir ein bisschen mehr an Verteidigung haben. Die bräuchten wir auch, die Linsen. Eine Linse bräuchten wir mindestens noch. So, Ironler hebe ich mir auf. Das können wir jetzt nicht so einfach verschwenden. Und ja, oh, wir haben nur noch zwei Silber, dann haben wir ein Gold. Sehr gut. So, packen wir mal rein. Das. Die Sunflowers brauchen wir nicht. Genauso den Briefingstab. Unser erster Grabstein, den werde ich sozusagen dort oben hinstellen auf unseren Spawn. Da werde ich den Spawn hinschreiben. Oder irgendwas anderes. Die Tränke packe ich rein. Das packe ich 100 Pro rein. Die Blowpipe lasse ich im Inventar, so können wir Seeds sammeln. Eisblock. Erdblock kann ich erstmal weglegen. Bottle. Genau. Eine Bottle packen wir mal damit drauf, dass wir auch Tränke brauen können. Weil ein Tisch oder eine Werkbank mit einem Stuhl und einem, ja, mit einer Flasche heißt, man kann Tränke brauen. So, ich trinke mal kurz einen Schluck. Mein Mund wird wieder ein bisschen trocken. So. Schuriken, Granaten. Oh, haben wir vier Stück. Shine Potion. Wie die Potions alle funktionieren, werde ich euch später noch verraten. So, Sand. Daraus werden wir Glas machen. Aber jetzt nicht. So, ich werde aber auch in den Untergrund gehen hier. Das heißt, ich werde mich hier irgendwie darunter verschanzen oder so. Da werde ich ein kleines Häuslein bauen für die NPCs, was dann nach unten geht. Und unser Nebenhaus wird dann halt ein riesengroßes Haus, wo wir uns einlagern können. Ja, fünf Fackeln haben wir noch. Da werden wir uns mal ein bisschen mehr machen. Gut, muss ich mal kurz durchkrallen. Na los. Und wir sind da. So, also mit diesen Rolltaktik, beziehungsweise mit dieser Scrollen hier, das war früher immer ein bisschen nervig, wenn man das halt viel im Inventar hatte. So, ich mache mal ein paar Fackeln. So. Jetzt haben wir immer komplett voll. Packen wir hier noch ein paar hin. So. So, die wollte ich nicht dahin packen. Packe ich dort oben noch eine hin. Eine Fackel haben wir noch. Die Fackel setze ich dahin. Hier, genau da. So, ab in die Bude, Tür zu. Was der NPC macht, ist mir jetzt erstmal Piepe. Und ja, was können wir jetzt so machen? Also wir tun noch mal ein bisschen einlagern. So, die Pilze brauchen wir erstmal nicht. Wir haben 16 Tränke. Den Fallen Star. Daily Bloom. So, Pfeile haben wir ja auch. Ein paar. Wooden Arrows. So, wir könnten die auch jetzt verstärken halt. Wir könnten auch Wooden Arrows machen. Aber wir könnten die halt auch verstärken mit Torches. Ich werde mal denken, eine Torch 5. Machen wir 25. Dann machen wir hier raus nochmal ein paar. So, warte. Ach, wir sind ja schon so viel. Können wir auch noch ein paar nochmal von den Torches machen hier. 25 haben wir 50. So, machen wir 75. Das sollte erstmal reichen. So, dann machen wir noch. Ah ne, Torches haben wir jetzt noch genügend. Reicht erstmal. Denn. Die Glowsticks packe ich erstmal alle rein. So, das packen wir rein. Die Margeriten packen wir rein. Clayblock. Die Bottles. Snow.
Block packe ich auch erstmal rein. Die Change. Den Arcane-Scharke, den werden wir später verkaufen. Die Silk, das Kopperschwert, wird auch später verkauft. Bringt eigentlich nicht viel. Gut, die Aren. Die Wundenplattform, die können wir später noch gebrauchen. Die Linse. Die können wir erstmal wegpacken. Packe ich da den Hammer erstmal hin. Die Steine lasse ich erstmal, den Sand lasse ich. Goldfische können wir auch erstmal reinpacken, genauso wie die Blumen. Das hier, den Iron Ore und die vier Kisten. So, ihr seht schon, die Kiste ist voll. So. Ich werde mein Geld erstmal hier reinlagern. So. Haben wir schon mal ein Stückchen geschafft. Und zu mit dem Kabuff. So, auf welcher Höhe mache ich das? Muss ich wahrscheinlich schon hier anfangen. So, müssen wir uns ein bisschen bauen jetzt. Also jetzt mache ich mich ein bisschen ans Bauen ran. Das sind halt die Anfänge, dass wir uns ein bisschen aufrüsten. Und ja. Mensch, NPC, bleibt doch einfach bloß in der Bude drinne. So. Bisschen wieder begradigen. Ich gehe einfach gerade durch. Mach das 4 hoch. So. So. Ich werde mal kurz... Ich werde das auch mal hier kaputt machen. So, da werde ich dann... die hier hinsetzen. Ganz normale Steinblöcke. Die werden dann später auch ausgetauscht. So. Gut, mal sehen, ob die noch die Tiki-Statue, also die Tiki haben. Ja, die Tiki-Fackeln haben sie. 2, 3 machen wir. Ne, das war eine zu viel. So. Und eine weitere. So. So, super. Sieht doch gut aus. Auf der anderen Seite können wir das gleiche machen dann später. Aber je nachdem, wie weit wir hier kommen. So. Heißt, dass wir jetzt erstmal hier eine Weile farmen müssen. So. Und die Nacht bricht wieder an. Also man kann das richtig gut mit den Soundwechseln, kann man gut hören. Wann ist Tag, wann ist Nacht. Und ja. So. 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 Trali, tra, trala hier, keine Ahnung. So. Ah ne, jetzt. Jetzt beginnt die Nacht. Der NPC kommt auch nach Hause. Und bleibt auf seinem Fleckchen stehen. Gute Nacht. So. Ich werde mir hier eine neue Fackel hinsetzen. Kommen auch die nächsten Artgenossen hier. Wollen uns aufessen. Fressen eher gesagt. Und verschwinden schon wieder, weil sie keine Lust haben. Jetzt kommen sie wieder. So. Wir sind fast durch. Hier unten in dem Berg werden wir unser NPC-Haus machen. So, der erste Zombie, der auf uns kommt dann. Ja. So, jetzt können wir Gel fahren. Sehr gut. So, Zombie kommen wir hier hinter. Ja. Egal. Kommt sowieso nicht hier runter. Folgst mir sowieso nur. So. Und jetzt sind wir schon fast durch. Machen wir erstmal hier unten. Oh, jetzt kommt der runter. Na klasse. So. Ich weiß, er kommt. Also Angriff. So, komm du auch mal hierher. Ja, jetzt komm. Ah, sehr gut. So, die nehme ich natürlich mit.
Das ist ein bisschen zueinander geklatscht. Packe ich die hier hin. Sehr gut. Ja, die Fackeln ersetzen erstmal die anderen Tiki-Torches. Und ja, werde ich hier erstmal alles wegkratzen hier. Das Ganze, was wir hier erstmal nicht brauchen. Hier haben wir auch gleich Eisen. So, so und so. Und Angriff. Oh, die haben auch keinen Knockback. Puh, das war knapp. Hätte der uns erwischt, dann wären wir Moose gewesen. Gut. Arbeiten wir uns mal runter. So. Auch zum nächsten. Und da hinten ist ein Stern, aber der ist mir jetzt erstmal recht egal. So. Ich packe mal hier eine Fackel hin. Gut. Dann geht's weiter. So, den nächsten. So, dann haben wir hier schon mal abgetragen. Und nach oben hin werde ich das Haus auch ausbauen. Dann kann man halt von oben rein oder so. Muss ich dann später mit Mechanik eine Luke bauen. Also ich bin auch mehr so in Minecraft Terraria. Tue ich auch vieles mit Baubedingten was verbinden. So, und ich werde jetzt hier einfach mal eine Linie durchziehen mit Holz. So, einfach mal vorne. So, packe ich erstmal so hin. Dann komme ich da hoch. Ja, nur ganz knapp. So, genau. Fackel muss mal kurz weg. So. Fackel wieder ranpacken. Müsste ich aber. Oh, nee. Eins weiter runter. Ja. Dann kann ich den hier wegmachen. Den wegmachen. Und einmal den hier setzen. Dann tue ich hier erstmal ein kleines Baugerüst bauen. So, ein bisschen vorsetzen, kann ich ein bisschen besser laufen. So. Und jetzt, wie hoch komme ich denn hier? Genau unter dem Block. Das macht sich praktisch. Kann ich jetzt hier schön abbauen. Einmal so machen. Oh, und der Block verschwindet nicht. Oh, fast kaputt gemacht. Oh, der Zombie kann uns da unten erstmal egal sein. Oh. Die letzten vier reinpacken. So. Oder fünf. Ne, waren ja vier gewesen. Komisch. So, jetzt haben wir halt erstmal das Grundgerüst zum Abbauen. Erstmal mache ich den hier weg. So. So. Und jetzt müssen wir kurz überlegen. Wir haben das Grundgerüst, also das hier drüben. Wir könnten hier unten auch unten, könnten wir schon mal ein Haus bzw. ein Gebäude bauen. Wir müssen erstmal hinten alles wegpacken. Hm. Schwierige Entscheidung. Puh. Die Aufnahme werde ich sowieso 2 Stunden laufen lassen. Also wir haben jetzt noch knapp eine halbe Stunde, wo ich euch was zeigen kann. Ich werde mir mal kurz ein paar noch bauen. 2, 3, 4. Soll ja nicht geizen. Werde ich hier 1, 2, 3, 4. Sehr gut. So. Komme ich immer noch nicht hin. Klasse. So. Dann muss ich hier mal den Boden ein bisschen ausbessern. So. So. Dann muss ich den Boden noch ein bisschen mehr ausbessern. Gut, mache ich mal eine weitere Lage. Und ihr hört hinten, der Zombie klopft schon wieder an. Zweite Lage. Huch. So, es müsste aber eine. Ja,